Oh, ich habe eine Medaille gekriegt. Es gibt doch diese Medaillen, mit denen man dann bei dem Händler was kriegt. Hab ich auch. So, eine Sekunde und da kommen sie wieder. Das ist schon ziemlich albern, muss man schon sagen. Aber die ersten Wellen sind sehr schwach. Waren die Wellen nicht irgendwie unterschiedlich stark, je nachdem, wie weit man mit den Bossen in der Welt schon gekommen ist? Ja, wirklich? Ich meine, es wäre so. Ich weiß gar nicht, wie weit wir dann hier kommen werden. Ich glaube, es gab irgendwie bei Psanterra noch mal was anderes. Irgendwann gab es doch auch einen Boss bei diesem, bei der Armee der Alten, irgendwie so ein Drachenwesen. 5. Und ich habe wieder eine Verteidigermedaille. Oh! Was? Warum hast du denn erst jetzt diese ganzen Geschütze hingestellt? Hysterische Mana! Da, was, da kann ich mehrere mit beschwören. Oh! Und wenn die Welle gleich vorbei ist. Oh! Dann passiert was! Oh! Juhu! Wir haben eine total schwache Armee des Alten besiegt. Wir müssen dringend mehr Bosse platt machen. Possessed Blade habe ich bekommen. Oh, aua, 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 aua! Ernsthaft? Vor allem in dieser Welt hier ist der Wurm eigentlich gar nicht vorgesehen. In dieser Welt gibt es ja Motherboard. Da haben wir den mechanischen Wurm jetzt auch besiegt in einer Welt, in der der eigentlich gar nicht existieren dürfte. Wir brauchen mehr Kisten. Wir brauchen aber das mechanische Gehirn, also Motherboard. Das kommt dann... keine Ahnung, wie man das genau beschwört. Noch einen mechanischen Boss. Oh, mach mal. Ach, Skeleton Prime. Mit dem hatten wir doch mal Probleme früher gehabt. Hallo, kenn ich dich? Gott mit dir, Skeleton Prime! Ah! Das ist ein bisschen Overkill. Ja, das kann wohl sein. Ey, wo ist meine Maus? Ich hab da auf dem Bildschirm gestickt. Ein Skeleton Prime Blueprint. Ich habe 2 Skeleton Prime Blueprints aus irgendeinem Grund. Und einen Schatzbeutel, von dem hatte ich auch gekriegt.
Dann schnell stapel ich mal hier und sortiere mal diese Kiste so ein bisschen. Moment, da war glaube ich mein Sparschwein drin. Dann gehe ich aber noch mal unten hin und sortiere da ein bisschen ein. Ja, mach das. So. Und so. Und so. So, da lege ich mal hier. Definitiv mehr Kisten. So, Item sortieren schön und dann haben wir das auch geklärt. Dann haben wir jetzt einen Boss offiziell besiegt. Das vermerke ich mal eben hier. Den Skeleton Prime haben wir platt gemacht. Wir brauchen Kisten. Ja, brauchen wir. Mal auf Kistenjagd. Kistenjagd? Das klingt schon so. Ich hab eine Kiste gefunden. Yay. Boah, ich nehm Schlüssel. Oh. Ja, solche Kisten nützen uns nichts. Warte mal, aus was stellt man Truhen her? Das weiß ich nicht. Macht man doch Holz und Metall, oder? Das kann sein. Ich bin da ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. So. Hier einen Wolf erledigt. So, dann will ich schon mal hier reingehen. Mit Mithril und Kobalt kriegen wir in der Welt. Und Titan. Das sind ja alles so die Sachen, die wir in der letzten Welt nicht hatten. Ja, auch die anderen Typen weg. Oder? Die anderen Typ von Welt. Was ist? Ist ja auch der andere Typ von Welt. Ja gut, das kann natürlich der Grund sein. So. Ich werde immer so erschlagen, weil ich es erbauen kann. Hörst du das? Ein Meteorit ist gelandet. Ach, wie schön. Wenn du Eisen findest, ganz wichtig, damit kann ich Truhen machen. Ja, du. Das merke ich mir dann. Zwei weitere Truhen. Ja. Die mal außerhalb der Base. Das wäre vielleicht gar nicht eine schlechte Idee. Und ich sortiere die auch direkt, weil die eine kriegt die ganzen Rüstungen rein. Die anderen Baumaterialien. Das ist Agitor, sagt mir gar nichts. So, ich mache mal wieder das, was ich am besten kann, nämlich Höhlen verfluten. Vor allem hier ist ein Gesichtsschleim im Gletscher- oder Eisbiom. So, ein Lebenskristall.
weiß nicht, was man mit dem Agit machen kann, aber ich will es haben. Aber was kann man so tun? So, hier haben wir ja ein bisschen Fluten. Ich meine, sagen, dass Fluten nicht damit endet, dass wir das schaffen, was wir einmal schon gemacht haben, dass da doch irgendwie das Spiel nicht mehr wusste, wo das Wasser eigentlich anfängt. Da hat man dann doch künstlich neues Wasser geschaffen. Also das kannst du auch mit Wolken irgendwie machen. Mhm. Aber jetzt haben wir hier das Crimson leer gepumpt größtenteils. Und hier grabe ich aber auch nochmal das Wasser weg. Wasser darf in einem Crimson nicht existieren. So, was können wir eigentlich noch machen jetzt? Frag deine Liste. Ja, meine Liste, das Problem ist, das sind alles Boss, die man irgendwie nur beschwören kann, warum auch immer. Was willst du? Wie willst du sonst einen Boss in Terraria ranfinden? Naja, dass die natürlich spawnen. Also, dass du einfach wartest. Ja, das ist genau das, was ich... Was ist denn das hier für eine Waffe? 78 Nahkampfschaden, na, da habe ich Besseres. Wir könnten Fischron probieren. Wie gesagt, ich glaube, den kann man noch nicht aktuell. Du musst reinschreien. Hm? Musst du ja nicht reinschreien. So, hier einmal durch den Berg. Und dann pumpe ich hier auch noch ein bisschen Wasser weg. So, dann habe ich hier größtenteils ein ganzes Gebiet wieder entwässert. Da nach unten grabe ich mich dann aber auch nochmal. Dann wird nämlich schon mal der Keller leer gepumpt von dem Haus. Ich bin ja bekannt von der Feuerwehr, da darf ich das. So. Ich will das Zeug da haben. Ah, das ist nur Kupfererz. Nee, das will ich doch nicht haben. Dann nehme ich doch lieber den Glibber. Ja? Den nimmst du? Ja, den. Da kann ich immer noch Fackel draus machen. So. Hier einmal die ganze Höhle vollpumpen. Ist mir ja egal, wenn das Höhlenbild komplett ruiniert. Ach, ich habe noch ein Geschenk für dich. Oh Gott. Können wir zusammen ausprobieren. Dann habe ich immer solche Ideen. Das weiß ich auch nicht.